So, und da wären wir auch wieder bei einer neuen und illustren Folge Pillars of Eternity. I shall be discreet. Erstmal in Stealth gehen und dann rein. So, ist hier was drin? Sieht nicht so aus. Grabplünderungen lohnen sich immer. Was die Leute nicht mit ihren Toten alles verbuddeln, das ist Wahnsinn. Oh, da haben wir was. There's something ahead. Mit einer Falle drauf. Die wir natürlich sogleich entschärfen. Falle entschärft und dann sacken wir genau was ein? Hals, Pirscher-Bonus, na super. Falle entschärft, Schwierigkeit, 5 Schwierigkeit, 150 EP gesammelt. Ja, fürs Fallen entschärfen gibt's XP. Ja, 52 Silber nehme ich gerne mit. Und einen Schuppenpanzer haben wir mitgekriegt. 3 Dietriche nehme ich gerne mit. So, wir müssen... Naja, wusste ich doch. Hätte mich nicht auch gewundert, wenn da keine Falle oben gewesen wäre. Eine gute Kettenrüstung. So, da ist auch noch was drin. Wir stealthen uns mal hier runter. Der Ort hier ist fast so schlimm mit Fallen wie Cat Noir. Aber dann mit Cat Noir und die Fallen darauf, da kommen wir ja später noch zu sprechen. Ja, beziehungsweise später noch hin. Ist sowieso zu empfehlen, dass man das ein bisschen später macht, weil die Gegner da sind ein bisschen härter. Da sollte man so mit mindestens Level 6 reingehen, um die ersten 5 Level machen zu können. Zumindest habe ich die Erfahrung gemacht, dass es wirklich dann etwas einfacher ist, wenn man mit Level 6 da reinrennt. Die ersten 5 Ebenen von Cat Noir. Ja, der hat Loot fallen lassen. Ich will looten. Geld! Na dann charge. Wenn du mich chargen willst. So, Ale und Gold, das nehme ich immer gerne mit. So, schnell ins Stealth gegangen, dann gehen wir über die Brücke. Und uns erwartet wieder ein weiterer Schleim. Beziehungsweise, das heißt ja Schlamm. Hier ist ja die Währung ja Kupfer, weshalb auch immer Kupfer. Warum man auch immer Kupfer als Währung gewählt hat. So, gehen wir mal zuerst hier rein. So, keine Falle, was ist das denn? Verfassung plus 1, Halleluja. Ich weiß sofort, was eine Verfassung plus 1 ist. Sieht für mich aus wie ein Morgenstern. Oder sowas in der Art. Dieser kleine Orlana hat einige Kisten und Stofffetzen zusammengesucht und sich daraus eine notdürftige Unterkunft gebaut. Das dicke Fell auf seinen Gliedern ist verfilzt, seine Kleider schmutzig und löchrig. Er erschrickt, als du eintrittst, seine Augen weit vor Angst. Good day, Stranger. Nach einem Augenblick lächelt er jedoch schwach. Hallo, ich hatte hier unten keinen Besuch erwartet. Was machst du hier unten? Ich habe in letzter Zeit eine echte Pechsträhne. Ich habe mein Zuhause verloren. Deswegen bin ich hier nach unten gegangen. In den Katakomben stöbert niemand herum. Naja, außer dir. Gut, reden wir über was anderes. Tja, tun wir das.
Was kannst du mir denn über die Katakomben sagen? Ehrlich gesagt habe ich sie noch nicht gründlich erforscht. Diese kleine Ecke hier habe ich durch einen Zufall gefunden, aber lass mich nachdenken. Nun, der Kanal dort, das ist Grogans Kanal. Grogan war der Zwerg, der das alles hier geplant hat. Er zieht sich durch ganz Ondras Geschenk und läuft dort ins Meer. Ansonsten gibt es hier vor allem Knochen. Es gibt das Armenfeld für Leute, die nichts Besseres leisten können. Aber das ist heute alles überflutet. Die reicheren Leute, die haben hier unten ihre eigene Ruhestätten, wo es trockener ist. Warum ist denn einmal hier unten? Achso, da haben wir nichts anderes. Okay. Hat er unten hier irgendwas? Ja. Campingbedarf und zweimal Dietrich. Keep an eye. Ist eine Falle drauf? Nein. Die Königin gewesen war und noch immer ist. Wer sich das durchlesen möchte, bitte. Gut, dann verduften wir mal wieder. Hallo? Hallo? Ja, ruf noch Hallo, jawohl. Macht ja durchaus Sinn. So, hier ist eine Tür, die mit Mechanik 3 oder mit 2 und 3 Dietrichen aufgeht. Oh, Skelette. Ein Skelettzauberer, das gefällt mir noch weniger. Vor allem, wenn ich sehe, wie ihr rumrennt. Statt richtig rumzurennen. Aber manchmal ist die KI wirklich doof. Erstmal wieder ins Stealth gehen, ja. Mal sehen, was wir alles finden können. Geld und ein Zepter. Hier haben wir einen guten Schuppenpanzer. Hier haben wir, was haben wir hier? Einen Speer und 302 Kupfer. Die sind ganz gut versorgt hier, die Toten. Oh, ein Skelett. Ein Skelettkämpfer. Jetzt nicht mehr. Was hast du Schickes dabei? Eine Gewandtheit plus 2 und Knochen. Keeping an eye out. So, mal geguckt, gibt's hier drin was? Ja, es gibt was hier drin. Keine Falle. Zweimal, was war das? Peridot, was auch immer das ist. Scheint irgendein Edelstein zu sein. So, und jetzt geht's hier unten weiter, wa? Ja. Nein, nicht laden. Speichern will ich. Keep an eye out. So, schön im Stuff, sich hier rumschleichen. So, da ist ein Skelett, das wir mitnehmen können, beziehungsweise auflesen. Ach, nee, nein, nee. Nee. Och, nee. Nee, du. Nein, ihr gebt da drauf. Eder, du gehst auf den Troll. Die Vollspur muss doch gleich tot sein. Und damit geht ihr jetzt da drauf. Warum rennst du weg? Hey.
poison. Was? Der hat ihn jetzt mit einem Schlag mal eben des abgezogen. I'm here. So, das nehme ich alles mit. Hier liegen noch ein paar Tote rum. Das nehme ich. Das Zeug nehme ich. Lasse ich doch nicht liegen. Und so, kurz gewartet. So. Und noch eine Faulspure. Halleluja. I'm here. Du hast du was drin? Nein. Einen Toten untersuchen wir. Er hat eine Maske dabei. Na toll. Sporlinge, nicht viel besser. Natürlich greifen die alle unseren Priester an. Der hat erstmal Rüstung bufft. So. Dann hab den hier. Gefolgt von einem leichten Heal. Und jetzt gehst du mit drauf. I cannot keep up this pace. Bist du schon wieder müde? Was? Ach doch, noch mehr, ey. Ich krieg einen Anfall. Und ein Troll auch noch. Du versorgst Durance erstmal und Durance wird jetzt erstmal eine Runde buffen. Geht der? Du prügelst mal damit ein. Oder auch nicht. So, du kannst deine Skelette wieder beschwören. Hier drei greift mal instant den da an. So, damit auch der Troll hinüber. Die Skelette sind wieder weg. Sehr schön. Das speichere ich jetzt mal. Na, das Feldlazarett, das gefällt mir von ihm. Aber das kann er nur einmal machen. Und dann muss er schlafen. Jetzt will ich aber looten. Jetzt greifen wir die scheiß Feuchtspore an. So much for you. That's it. Noch mehr Tote, die wir looten können. Wir hatten Stilett dabei, würde ich behaupten, und Knochen. Keeping an eye out. So, hier ist jetzt erstmal weiter nichts. Wie sieht's hier oben aus? Hier ist auch nichts. Dann gehen wir hier hoch. Und wir sehen, dass wir hier wieder sind. Sehr schön, das heißt, wir haben sozusagen einmal im Kreis gelaufen. So, jetzt gehen wir einmal dahin. Erstmal wieder aus dem Stealth raus. Und dann warten wir, bis die jetzt dahin gelatscht sind wieder. Ich weiß, es gibt einen schnellen Modus, aber bis ich den umgeschalten habe. So, erstmal gepennt.
light, flame and sound. We'll keep to ourselves. Hier sieht's gut aus. Sieht's nach einer weiteren Grabkammer aus. Fallen. Eventuell. Hier geht's runter. Keine Fallen. Nehmen wir uns die Suppe mit. Hier geht's runter. Gut. In die nächste Ebene. Da wollen wir noch nicht hin. Wir wollen uns erstmal weiter umgucken. Ich tippe mal Skelett, Skelett. Wir lassen uns entdecken. Nur sagen wir rennen in die Enge hier rein. So much for you. So, alles hinüber. Zwei Knochen und zweimal Gewandtheit. Was auch immer, warum auch immer das Gewandtheit plus 3 heißt. Ich habe keine Ahnung. Falsch übersetzt. Kann ich, ist das Einzige, was mir jetzt so einfallen würde. I'll see what I can find. Ja, was können wir denn hier drin finden? Jede Menge Knochen, würde ich behaupten. Einen Bogenschützen, der uns anguckt. Oh, ein Zauberer sich da hinten. Egal, wir greifen den Bogenschützen an. Tja. Ja, instant umgefokust, Alter. Geisterschild, warum castest du das nicht? Du wirkst jetzt einfach mal an Heal. So much for you. Und jetzt reinigst du mal das Ziel. I'm here. You give me any more gifts and people will start thinking you're playing favorites. Ja, was auch immer. Light, flame and sound. We'll keep to ourselves. Eine Keule, jede Menge Geld. So, hier liegt ein Toter rum. Das ist ja schon mal ein Anzeichen dafür, dass es hier nicht gerade ungefährlich ist. There's something ahead. Na, was siehst du? So, Fall entschärft. Wir kriegen dafür wieder XP. Eine Lederrüstung kriegen wir auch noch. Noch eine Falle. Die entschärfen wir so gleich. There's something ahead. Noch eine, der Weg ist ja mal Fallen verseucht, ey. Falle, Schwierigkeitsgrad 8, 240 XP. Wer bist du denn? Helik von Tainen. Eine seltsame, eine einsame Gestalt in zerschlissenen Roben schlurft durch den Raum, leise vor sich hin murmelnd. Als du dich näherst, bleibt die Gestalt stehen und dreht den Kopf in deine Richtung. Es ist Helik von Tyne. Sein verhemmtes Gesicht ist ein Irrgarten aus Falten und Wundblasen, überwuchert von einem moosähnlichen Bart. Warum kennen wir den Typen? Helik, was machst denn du hier unten? Forschung. Eine bunte Mischung aus Beseelung und Nekromantie. Hier habe ich Ruhe und Frieden und einen großzügigen Vorrat an Versuchspersonen. Wenn das alles war, auf Wiedersehen. Was ist denn was für Kreaturen? Nur einige persönliche Projekte. Bemitleidenswerte Seelen, die in ihren sterblichen Hüllen feststecken. Ihr Fleisch ist so tot wie das meine, aber ihr Verstand wurde nicht so gut gepflegt.
Sie scharen sich um mich wie Lindwürmer um Jungdrachen. Sie sind nicht halb so intelligent, aber er sieht zu, wie eines der Wesen gegen einen Schreibtisch stolpert. Sie amüsieren mich. Ich habe nur die Katakomben erkundet. Die Gestalt zeigt mir den knochigen Fingern auf die Tür. Dann geh und danke deinen Göttern, dass ich nicht hungrig bin. Leb wohl. Die sehen ja alle hier sehr nett aus, die jungen, die Leute. So, wir nehmen das einfach mal mit. Wofür auch immer. So, das haben wir uns jetzt angeguckt. Das haben wir uns angeguckt. Dann verschwinden wir. I shall be discreet. Nein, 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 nein. Da ist eine Falle. So, Falle entschärft. Da ist noch eine Falle. Falle entschärft. Dann looten wir. Und wir finden eine Pistole. So, ich würde behaupten, jetzt ist hier nichts weiter. In dem Raum waren wir ja schon. So, ich speichere. Und dann geht's hier runter. Tempel von Voedika entdeckt. Älterer Romträger, vor dir zeichnet sich das geisterhafte, hohle Bild eines Mannes ab, der bei deiner Erweckung anwesend war. Es wirft ein blasses, fahles Licht in den dunklen Korridor. Er begutachtet dich. You are from Kratum, my dear. Mädel, bist du aus Kratum? Seine Worte sind das Echo einer lange vergangenen Zeit in deinem Geist und du kennst die Antwort, bevor du sie aussprichst, als hätte sie schon existiert. Ist mir egal. A remarkable city, truly one of the most impressive we have encountered outside of our own. Many exceptional people who have joined our cause come from Kratum. Eine bemerkenswerte Stadt, wahrlich. Eine der eindrucksvollsten, die wir bisher außerhalb unserer eigenen gesehen haben. Viele außergewöhnliche Leute, die unsere Sache beigetreten sind, kommen aus Kratum. What made you decide to join our order? Warum bist du uns beigetreten? Was hat dich dazu veranlasst, unserem Orden beizutreten, denke ich? Ein Wunder, ich bin in dunklen Zeiten gegangen, nichts machte Sinn. Die Götter waren gut zu mir und ich möchte es ihnen zurückzahlen. Ich muss über die wahren Götter. Ich habe mir eure Lehren haben mich auch gesprochen. The gods are just and they care for their faithful. I think that speaks to many people. Die Götter sind gerecht und sie kümmern sich um ihre Gläubigen. Ich denke, dass das viele Menschen anspricht. Are you ready to take the oath to spread the word of the gods to the lost and heathen? Bist du bereit, den Eid abzulegen, das Wort der Götter an die Verlorenen und Heiden zu verkünden? Hey, was für ein Eid. Light, flame and sound. We'll keep to ourselves. I see something. Oh, eine Geheimtür mit einem Geheimraum. Gibt's auch Geheimnis drin? Oh, knappe Sache, Alter. So, wir haben genug XP gesammelt, um eine Stufe aufzusteigen. Halleluja. So, wir steigern unsere Athletikfähigkeit. So, Kraft der Qual. Benötigt 2 Wunden. Geschwindigkeit, Durchschnitt, Unterbrechung, so. Ach, das ist Niederschlagen, okay. Griff in der Qual. Benötigt 1 Wunde. Geschwindigkeit, bittet. Feindwirkungsradius, -2 Macht für einen. Okay, das. Okay. Betäubungsschlag hört sich nicht schlecht an. Was benötigt das? Gar nichts, gar keine Bewegung, gar keine Verwundung. Was ist das? Große Schritte. Passiv, +2 auf Bewegungsgeschwindigkeit. Seelenschwingen. Passiv, beschwört die physische Kraft des Mönches herauf, die Hälfte der Fernkampfgeschosse, die nur auf den Mönch gerichtet sind, zu ihrem Abschusspunkt zurückleiten. Das hört sich natürlich auch nicht schlecht an.
Aber Griff der Qual benötigt eine Wunde. Aha, ein Kegel von 135. Wirkungsvoller Angriff. Nutzer, voller Angriff. Plus 50% Schaden als Schmetter. Nehme ich. Sieht aus wie ein Roundhouse-Kick. So, Alof hat, noch eine neue Stufe. Du gehst weiterhin auf Wissen. So, Level 3 Zauber. Arcana Dämpfer. Was haben wir noch? Nehmen wir das und das. So, Kana, du gehst eindeutig auf Athletik. So, nehmen wir mit ruhiger Hand und schnelle Pfeile. Das ist, glaube ich, für Feuerrate, genau, Nachladeschwindigkeit und Feuerrate für Fernkämpfer. Das ist, das nehme ich, die Freischaltung. Das ist nämlich ein neuer Gesang. So, was schmeiße ich denn dafür raus? Herr Mutti, verbinde Wirkungsbereich für diese. Gut, das geht raus. So, und das nehme ich dafür. Yes. Wieder alle anwählen, dann speichere ich kurz. I shall. Und dann gucken wir uns an, was hier noch drin ist. It's finished. Oh, Stiefel. Nasitaki-Stiefel. Frost, Rüstungsbonus und heimlich. Hört sich an, als wäre es was für unseren Schurken. Wenn ich jetzt... Achso, die sind wahrscheinlich hier nicht hier drin, ne? Genau. Was heißt denn das? Plus 2 auf Heimlichkeit, ne? Sag ich, das ist was für den Schurken und Schadensreduktion bei Gefrieren, okay. Das ist was für Waldläufer, ne? Ah, kann nur sagen von Waldläufern. So, mal ein bisschen zusammenlegen hier und das kriegst du mal alles, damit du gar nicht erst in die Inventare rumwühlen musst von den anderen. Wir haben so viele Dietriche, ey. Das ist ganz gut, aber ich glaube, wir können die Dietriche hier reinpacken. Die nehmen sie sicher dann automatisch, wenn was ist damit. Und daher macht das nicht, da kann man auch die Fallen reinhauen. Da können wir hier vom Prinzip alles reinhauen. Noch mehr Dietriche. Bleibt nämlich unser Tama schön leer. Und wir können das trotzdem das ganze Zeug usen. Trank der Eisenhaut. Kleiner Erholungstrank. Den Regenerationstrank, den großen. Den gebe ich ihm ins Inventar. Das Obst nehme ich raus. Das ganze Gemüse und Obstzeug. Das brauchen wir schließlich, um Nahrungsmittel herzustellen. Die besser sind als das, was wir dann haben, wenn wir es so fressen würden. Kann man das nicht einfach per Rechtsklick? Nein. So, Saubuch kommt weg, den Taken schmeiß ich da rein. Das Obst und Gemüse fliegt da in die Kiste rein. Das bleibt bei der, das bleibt da, das geht rein, das geht rein. Die Schwerter gehen da alle rein. Das Schild, die Rüstung, das Stilett. So, und mehr haben wir nicht. So, Eder, du kriegst... Ach, der hat schon eine große Bulle. Dann gibt es noch eine zweite. So, haben wir hier noch was? Nein. Aber was zum Angucken haben wir da noch. So. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, haut da rein.